Liebe Freunde der gepflegten oder auch der gefälschten Corona-Statistik. Es ist Freitag, der 12. Februar 2021. Um 12 Uhr wurde die Dresdner Corona-Statistik bzw. das Corona-Dashboard aktualisiert und dann habe ich mich an meine Tabellen gemacht und habe mal geguckt. Quintessenz. Nur auf die Sterbefälle bezogen. Heute wurden über das Corona-Dashboard 9 vermeintlich neue Sterbefälle vermeldet. Die DNN hat es auch aufgegriffen, und zwar durch den Qualitätsjournalisten mit der Betonung auf Qualitätsjournalist Thomas Baumann-Hartwig. Er hat also noch dazu geschrieben, und es ist eine Floskel, die er seit Tagen, wenn nicht seit Wochen oder Monaten gebraucht, dass das Rathaus betont, dass die auch alle wirklich an Covid-19 verstorben sind und nicht etwa an Herzinfarkt oder sonstigem. Ich weiß natürlich, dass keine Obduktion gemacht werden und dass man das also nimmt, was auf dem Totenschein steht. Und dass es durchaus wohl finanzielle Vorteile für Krankenhäuser und eventuell auch für Ärzte und Bestatter gibt, wenn sie einfach die Fresse halten, Covid-19 als Todesursache draufschreiben. Und gut ist. Also, ich habe nachgeguckt, das steht nämlich auch auf dem Corona-Dashboard, aber der Qualitätsjournalist Thomas Baumann-Hartwig hat es seit Wochen und Monaten nicht geschafft, sich diese Statistik mal richtig anzugucken, wie es sich für einen Qualitätsjournalisten gehören würde. Tatsache ist, ein Fall wurde von gestern nachgemeldet, also eine Person ist wohl gestern an Corona gestorben oder mit, weiß man ja nie genau. Und die restlichen Fälle sind eine Woche oder älter. Der älteste Todesfall, Sterbefall wegen Corona, rührt vom 11. Dezember her. 11. Dezember ist der älteste Todesfall, der heute auf dem Corona-Dashboard nachgetragen wurde. 6 von 9 Fällen sind 6 Wochen oder älter. 2 Drittel der Todesfälle sind schon 6 Wochen her. Und das wird uns als 9 neu bekannt gewordene Todesfälle verkauft. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich beobachte das Spielchen jetzt schon seit dem 14. Januar, also seit einem knappen Monat, seit ja, 4 Wochen. Und ich habe schon ein paar Videos dazu gemacht. Teilweise habe ich sie nicht veröffentlicht, weil ich gedacht habe, irgendwann werden sie es doch mal raffen. Die Stadt hält die Klappe, die sagt, wir haben sie auf dem Corona-Dashboard transparent kommuniziert. Transparent, naja, also man kann es sehen, wenn man tatsächlich sich jeden Tag eine Bildschirmkopie davon macht oder sich die Daten aus dem Open Data Portal der Landeshauptstadt runterlädt, wie ich das inzwischen täglich mache. Am Wochenende ist meistens ausgesetzt, also das letzte Update erfolgt am Freitag und das nächste dann erst am Montag. Das heißt, heute wurde das Open Data Portal tatsächlich schon so gegen 12:30, 12:45 aktualisiert. Und weil ich das in meiner Tabelle schön auf einen Blick errechnen kann, fällt mir das auf. Aber dem Dresdner Qualitätsjournalisten Thomas Baumann-Hartwig von den Dresdner Neuesten Nachrichten ist es in den letzten Wochen offenbar nicht aufgefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie die Kraft, diesem Qualitätsjournalisten auch noch darüber in Kenntnis zu setzen, wie er seine Arbeit zu machen hat. Aber vielleicht fühlt sich ja einer von den DNN-Lesern genötigt, dem Herrn Thomas Baumann-Hartwig, diesem Qualitätsjournalisten, einen Hinweis zu geben. So sei es. Viel Spaß dabei. Pfiat sei ich.